Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in die Tiefen der Hölle. Es ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Mark, haben Sie was von Jill und Marker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Ryan, sind Sie unterwegs? Das ist nicht gut. Es muss einen Weg geben. Es muss einen Ausweg geben. Ja. Und ein wässriges Hallo zurück zu Resident Evil Revelations. Ich muss sagen, mir ist leider ein Stück meiner Aufnahmen flöten gegangen. Das heißt, ich muss von hier jetzt wieder anfangen. Eigentlich haben wir diese und die nächste Episode bereits durch. Und da kommen Stellen, wo ich dich nicht mag. Was ich allerdings mag, sind diese tollen Sandwasser am Anfang immer. Ich denke, guck mal, das sollte unbedingt jedes Spiel machen. Das nimmt ein der hier solche Videos macht, wird gesagt, aber so. Jill, ach Tom. Jill, wie tauchst du nochmal ab? Genau, das war's. Wie schwimmen. Oh, ich mag diese Maussteuerung hier so sehr. Das ist schön. Jill hat ein Rohr. Denn die Maussteuerung ist hier so entspannend. Ich weiß noch, wie ich es auf der PS3 gespielt habe. Es war so schrecklich. Ich wusste absolut nicht, wie ich schwimmen sollte mit dem Controller. Maus wackeln, wunderbar. Kein Problem, kriege ich hin. Und da ist das Rohr hinüber. Okay, wir suchen weiter. Lalala. Es gab da noch ein zweites Rohr. Ich habe übrigens auch gesehen, die Videoqualität von Resident Evil ist auf YouTube höchst miserabel. Ich habe die Videos hier wirklich mit einer enormen Bitrate, wenn ich die konvertiere. Ich habe die verflucht nochmal Pixel genau. Man kann keine einzigen Unterschied sehen zwischen dem Spiel und dem Video. Und YouTube versaut mir das so extrem. Und runter. Ich werde mal ein bisschen am Kontrast feilen. Ich hoffe mal, dass man das dann auch sehen kann. Also besser sehen kann. Das ärgert mich wirklich. Ich stecke hier solche Arbeit rein. Das geht alles verloren. Und ein weiteres Röhrchen. Wunderbar. Da legen wir los. Immer fleißig wackeln. Du schaffst das. Kein Problem. Lass still. Hätte gemütlicher sein können. Ah gut, wir sind tot aus. Es könnte sich um eine Mansionskiste handeln. Nochmal. Eine Handgranate, wunderfein. Munition, wird meine sein. Mehr Munition für die Schrotflinte, das wird noch sehr hilfreich sein. Ja, ne?
Wobei die? Es steigt weiter an. Wir haben Strom. Wir können einen Shot im Kontrollraum schießen. Wir nehmen jetzt mal diese. Und suchen hier weiter Munition. Wie gesagt, das wird bald sehr wichtig sein, weil bald wieder größere Dinge anstehen. So viel darf ich wohl mal sagen, weil das erwartet man halt, ne? Okay. Gewehrmunition ist nicht voll. Alles nachladen, was geht. Gut, alles voll. F. Gehst hier oben lang, weil wieder Viecher auftauchen könnten. Es tauchen immer irgendwo Viecher auf. Dort oben ist ein Customize Kit. Ich weiß noch nicht, ob man irgendwie noch wieder herkommt und dann. Das Wasser ansteigen lassen kann. Es ist anderthalb Jahre her, dass ich das PS3 Original gespielt habe, also die PS3 Version gespielt habe. Funktioniert nicht, dann drehst du. Nimm deine Pfötchen, leg sie rauf und ein bisschen drehen. Ja, kann also Wasser aufsteigen lassen, ich muss ihm irgendwas vorher tun. Kennst du die Antwort? Zielen und feuern. Nein, scannen. Es wird übrigens in der nächsten Zeit für Xbox One, PS4 und PC Zombie U rauskommen, was ursprünglich für die Wii U entwickelt wurde. Ich habe es da durchgespielt, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich fand es sehr atmosphärisch. Grafisch miserabel, aber sehr atmosphärisch. Und ich denke mal, ich werde das auch gerne mal hier für den Kanal machen. Doch, so weit ist es noch nicht. Denn hier sind Viecher. Aufs Maul, Mann. Und du stehst eigentlich nur daraus. Ja, friss ihn. Ganz recht. Natürlich wurde im Spiel dann das Q gestrichen. Und die fantastische Gamepad-Radar und Menü- und Tracker-Kram sind natürlich auch alles weg. Naja. Ich habe gerade überlegt, das wollte ich mir auch nichts bringen, wenn ich meine Elgato besorge. Damit kann ich das Gamepad hier auch nicht aufnehmen, nicht wahr? Was? Das war ein Objekt. Der Strom ist an. Nutzen wir ihn. Laden wir unsere Handys auf. Okay. Nutzen wir die Zeit. Ich überprüfe das Kontrollsystem. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht sind die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Also los. Das Aussichtsdeck. Wir können von der Halle aus heraufklettern. Das stimmt. So, doch zuerst einmal, die brauchen wir ja gerade nicht. Waffen nehmen wir mal. Was soll ich denn vorher? Weiß das denn noch jemand? Hm? Passt jemand auf? Nein, passt keiner auf. Ich hatte, glaube ich, Schildswaffe. Und das klappt mir Munition anzupacken. Nehmen wir die. Ja, ich möchte lieber erstmal die Pistole benutzen.
Weil, wie gesagt, Muni sparen. So. Nein. Entschuldigung. Hat das geklappt? Das Wasser ist doch. Alles okay. Das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Lalala. Hallo, Fischis. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Keine Fischis. Das Köpfchen, Mann. Ein Schlabberschleim-Zombies, das geht schon. Und scannen. Ich hätte auch gerne ein bisschen Magikraut, wenn es geht. Habe ich schon? Gut. Ach, Kacke, das Ding ist gleich leer. Na gut, zurück zum Gewehr. Was blinkt doch? Aber ich fand die Idee halt gerade gut. Das Bild hat einen leichten Rotstich. Jedenfalls hier bei mir gerade. Denn die Grube ist ein bisschen angeschlagen. Aber ich kann nicht für jeden kleinen Kratzer einen Kraut nutzen. Ist klar. Türchen auf, zielen und nichts zu sehen, gut. Antennen sind meistens oben, hast du gesagt, ne? Okay, dann fahren wir mal hoch. Nein, wir sind auf der Queen Semiramis. Hat herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Jill und Parker werden vermutlich auf diesem Schiff festgehalten. Konnten Sie es lokalisieren? Nein. Aber meine besten Leute arbeiten dran. Es ist aber noch nicht lange her, oder? Korrekt. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen offen. Verstanden. Ja. Dann wollen wir mal. Chris und seine Kollegin sind auf der Queen Semiramis, also müssen wir jetzt da mal hoch. Wow, 1 Meter mit einem Satz gesprungen. Cool. Naja, vielleicht nicht ganz 1 Meter, aber ist schon nicht schlecht. Würde ich so nicht schaffen, sag ich mal. Das würde ich auch nicht schaffen, ohne mir die Beine zu brechen. Das da kann ich nichts kennen. Ach, scheiße. Komm, bevor das Ding da aufwacht. Lalalala. Hast du eine Ahnung, was Weltro vorhat? Abgesehen davon, uns hier an der Nase herumzuführen? Wer weiß, seit dem Video gibt es nicht die geringste Spur von ihnen. Ja, das ist schlecht. Je schneller wir auf dem Aussichtsdeck Kontakt zur Basis kriegen, desto besser. Das sehe ich hoffe, sie wissen inzwischen wenigstens, wo Chris ist. Gewehrmunition, yay! Aber nicht für Gewehre, die ich besitze, oder wie? Brauche ich das auf irgendeine Weise? Nein. Scannen nochmal herum. Da ist irgendwas. Das war ein Objekt. Hallo? Gut.
Jetzt in der Frage immer nicht und gehen einfach weiter da hinten. Ich habe es genau gesehen. Das möchte ich haben. Ich habe genug davon. Das glaube ich nicht. Man kann nie genug davon haben. Falsch, ich glaube, wir kommen nicht mehr hier zurück. Hierher zurück. Einpacken. Ich muss da, glaube ich, hoch. Doch zuerst übliche Suchen nach Munition und Waffen. Gut. Begeben wir uns zu diesem kleinen Ladekabinchen hier. Und drehen ein bisschen am Rad. Ja. Und? Hm? Wie ist das so?